Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, mal prüfen. Oh, das ist wirklich so eine Sniper, aber so ein bisschen, dass ich die seppe. Treffe ich auch den da hinten? Wie hoch ist die Reichweite davon? Die Waffe gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Nur schade, dass die keinen Zoom hat. Na, die Reichweite ist jetzt nicht so viel besser, offenbar. Aber ich kriege damit gut die Haie weg. Vor allen Dingen, die kommen ja auf mich zu. Dann kann ich sie erschießen. Vorher hatte ich ja das Problem, dass ich sie nicht an mich ranbekam. Dass ich sie günstiger hätte erschießen können. Wir müssen auch noch die Upgrades für die Rifle finden. So, wie viel Schaden mache ich an denen? Oh, das hält sich ja an Grenzen. So, eins weg. Niemals! So, dann gehen wir hier jetzt zuerst gucken. Ich hatte mir gemerkt, dass hier auch noch ein paar von den Haien sind. Aber erstmal muss ich die da über den Haufen schießen. Daraus kann man eigentlich eine Kombi machen. Mit der Rifle ranziehen. Die kriegen ja den Schaden, auch wenn ich die Waffe wechsle. Und dann schnell zur Shotgun wechseln. Davon hätte ich auf jeden Fall gerne ein Schadensupgrade. Das macht dann bestimmt irre gut Schaden. Okay, Herr Hai, kommen Sie her. Ich darf mich von denen halt nicht beißen lassen. Ach, da stehen zwei einfach ineinander. Armin! Einen schon mal rausgefischt. Da. Der hat mich einmal getroffen. Der macht irre gut Schaden. Komm her. Tschüss. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie der Boss hier ist. Der Wurm war ja schon schlimm. Hier ist auch irre viel zum Aufsprengen. Ich mach das da schon mal kaputt. Die explodiert erst, wenn sie unten angekommen ist. Na, da sind nochmal zwei Krabben. Ich muss die nicht erledigen. Ich bin nicht dazu gezwungen. Ich kann sie auch ignorieren. So, was ist hinter dem Felsblock? Ich habe Angst wegen dem Hai, der da rumschwimmt. Wo ist mein Leuchtepunkt? Die letzten paar Teile, die waren doof. Die lagen sehr doof. Ah, zu früh. Aua. Diese Haie, die tun einen ordentlich weh. Zum Glück regeneriere ich denn auf Zeit. Oh, wieder ein bisschen Zinn. Immer willkommen. Hier ist sehr viel zum Sprengen. Oh,
Oh, Saphire. Die brauchte ich für irgendwas. Für den Scanner auf jeden Fall. Wieder was Neues gefunden. Ich gehe erstmal da oben gucken. Das sieht schon mega verdächtig aus. Ach, hier war nur wieder Zink. Na gut, ich brauch's ja, ne? 2500 allein schon, um eine dieser Werkbänke hier zu verbessern. Kann ich mal einen Leuchtepunkt kriegen? Bitte? Bitte, danke. Ich weiß, hier ist irre viel Wasser um mich herum, ne? Aber ich muss trotzdem mal was trinken. Sind 30 Grad bei mir. Wie heiß ist es denn bei euch so? Also bei dir, Aeris. Meinst du, bist ja noch im Chat? Auch so 30 Grad oder... Also glücklicher als ich. Da unten ist ein Stein. So, mal gucken. Abgetroffen. So, das Zink hier mitnehmen. Abschwert schon 10.000, aber warum denn nicht, ne? Ja, 44 im Mining und trotzdem geht's so langsam. Ja, ungefähr so ist es auch bei mir gerade. Heute Mittag war es ein bisschen kühler. So, mal gucken, weil ich mir freigesprengt habe. Falsche Richtung. Bisher auch nichts gefunden. Außer dem Saphir. Und dem Zink. Ah, das ist ein Grappling-Punkt. Kann ich eigentlich auch einen Weitwurf machen, ohne springen? Nee. Gut, dass ich rangesprungen bin. Hätte nicht funktioniert. So, rüber da. Erstmal gucken, bevor ich mich da durchspringe. Okay, scheint nichts weiter zu sein. Schon mal aufspringen und hier noch weiter gucken. Vielleicht finden nimmt man hier was. Bin auf jeden Fall nicht out of border. Ich glaube aber, ist nicht gewollt, da hinzukommen. Muss ja auch ein bisschen erkunden. Hopp. Hopp. Ich bin der König der Unterwasserwelt. Ich habe den Berg bezwungen. Okay, höher komme ich offenbar nicht. Dann gehen wir mal in das Loch. Da ist ja schon ein Grappling-Punkt, um wieder hochzukommen. Okay, da ist eine Krabbe. Die sehe ich jetzt schon. Da sind zwei Krabben. Und die sind jetzt heiß auf mich. Da sind drei Krabben. Es werden ja immer mehr.
Könnt ihr einen Schritt näher kommen? Toll, jetzt sind sie nur noch weiter auseinander. Da ist auf jeden Fall ein Upgrade. Ich muss sie einfach instant erschießen. Nein! Wie das Upgrade. Das ist irgendwas für die Rifle. Mining Laser, bam. Oh, ein besserer Mining Laser. Ja, endlich. Dafür ein Upgrade ist auch in Ordnung. Ich habe eine Höhle gefunden. Ich wiederhole, ich habe eine Höhle gefunden. Okay, da war der Leuchtepunkt. Einfach alles mitnehmen. So, ist hier sonst noch irgendwas? Kann ich da raus? Oh, da ist die Border. Hätte man hier nicht wenigstens so ein Gimmick hinsetzen können? Man ist nur für das Upgrade hier runter, okay. Hier komme ich wieder hochgeklettert. Ja gut, Upgrades ist immer in Ordnung. Ich würde die Unterwasserwelt gerne heute noch abschließen. Da ist noch mal ein bisschen Zink. Gerade bin ich nur am Meinen. Oh, lecker Material. Da oben war ich noch nicht. Das erkenne ich daran, dass er noch ein Block ist. Jetzt muss ich die Bombe nur weit genug hochbekommen. Da unten ist wieder ein Krabbenvieh. So, was haben wir denn dort? Ein Grappling-Punkt. Direkt zwei davon. Jetzt aber nicht nur für das Zink hier, ne? Ich bin jetzt nicht nur für das Zink hier hoch. Zu Hause geht es. Aber draußen schmelze ich. Da zerfließe ich. Und mein Hund auch. Ich bin ernsthaft nur für das Zink jetzt hier hoch. Also ich kann Zink gebrauchen, aber ich hätte gern was anderes noch da gehabt. Oh, Krabi, ich komme. Tschüss. Ich wollte die Logs ja noch vorlesen.
Okay, da oben leuchtet's. Wenn mir das Teil sagt, da muss ich hin, dann ist da der Boss. Da leuchtet's blau. Oder ist das auch Zink? Ach, das ist Zink. Das lasse ich jetzt stehen. Ich habe gerade 16.000. Zink kann jetzt erstmal kurzzeitig warten. Nee, von hier kam ich. Ist hier kein Boss? Bin wieder zum Anfang zurückgewandert. Hoppala. Ich muss doch mal gucken, was brauche ich denn überhaupt zum Upgraden? Also ich habe 100% noch nicht alles gefunden. Definitiv nicht. Was brauche ich für den Minenlaser-Upgrade? Um die Rifle zu verbessern, brauche ich Silber und Kupfer. Kriege ich wahrscheinlich aus dem Meteoriten. Und dafür brauche ich auch Kupfer. Also einmal mit dem Schiff nach draußen. Komm weg mit dem verpackten Ding. Weißt du was? Ich lese einfach so lange die Logs weiter vor. My gosh, isn't it beautiful? I doubt the recordings will do this place injustice. And now it's just rocks and shrubs. And good all for scorpions. But man, ist es übrigens gerade explodiert. Ich glaube, ich lese ihn jetzt zu Ende vor, die Loks. It's something else. Standing on an alien planet with a real tangible life. Dr. De Souza is looking at a freaking mind. Had to tear her away from plants more than a couple times or we never get to see much here. You were loving it as well. Seems mining on Mars was fun. But being the first to mine another planet had a goodie... Giddy novelty. He's like a kid in a candy store. Weeks on edge, of course. Hold the scorpions longer than my legs. Well, do that to a man. But I'm just enjoying this view. I hope the crew above Atmo is getting to appreciate as well. We haven't found any signs of the signal source that lead us here. But honestly, the achievement of getting here is enough for me. Even if we find nothing and just sail back home. After this little trip, it will have been worth it. Oh, also, I've got to buy Minzy a drink or 50 when we get back to Earth. These grappling anchors she designed are ingenious, easy to carry and self-deploying. Super helpful. Hopefully we can find new materials for her to tinker with down here and upgrade our own systems. Anyway, it looks like we are camping here for the night and setting out again in the morning. Singing of... Okay, ich lese jetzt die beiden noch und die lese ich, sobald ich die anderen gefunden habe. Stupid, stupid, stupid! One day, I spent one day on an alien planet before I screwed it up and nearly killed myself. I found a formation that looks like the opening to a cave system and wanted to explore it, but the mining laser was too strong. This damn food! Sean and I put too much power into the laser trying to build the cave, opening in the wall ruptured. An overhang came down and split a path. My foot was crushed. Still intact, thankfully, Grimes is missing. Rick and Robert are looking for him, but De Souza and I are making our way back to the landing craft so I can get up over Atmo and fix the stupid food. I can't believe I finally made it to a new planet and already have to leave. A rookie mistake and won't make it again. I hope they can find Grimes. That kid is shit in a panic. Okay, das hier ist ein bisschen länger. Oh my god. Oh my god. Okay, whew. I think I can finally record something. A wall blew up and nearly crushed my head.
I never fucked my head could ring that badly. But it, by the time I got focus, I was cut off from the others. I've been trying to find my way back, but this planet is a freaking maze. I don't even know why we came down to this dry hell hole. Okay, that's not true. I'm on an alien planet. That's pretty damn cool. But I would like to go home now. Or at least back to the ship. My head. I'm just stuck to something. Wherever I ended up, there's a gross goo caked up around the rocks. Oh dear, what it is. But it's gross, and I hate it. Shit, get it off my hands. Break and record ding. Okay, so I'm kind of a fishbowl looking valley. I think I can climb the walls for a vantage and at least figure out where I am. Gonna try that now. I leave the recording going in case I notice anything helpful. I need to remind myself of later. Also die haben schon was erlebt, die da vorher waren. Okay, I've made it, about halfway up to the wall of this valley. Sticking crap on the rocks is actually kind of helpful in getting handholds at times. But I keep feeling that tremors in the ground that are unnerving. Okay, gonna go up another. Huh? Holy shit! What is this? It's spraying this crap out of... Ja, das war wahrscheinlich der Wurm. Und hat ihn wahrscheinlich genau in dem Punkt gefressen. Okay, das war eine interessante Nachricht. Kupfer kann ich noch nicht ausbauen. Das Recharge-Modul, das braucht auch Kupfer. Hatte ich vorher gar nicht geguckt. Ich muss irre viel Kupfer abbauen. Um die ganzen Upgrades zu nutzen. Eventuell resettet sich das ja, wenn ich sterbe. Kann ja sein. Ich versuche jetzt die Viecher zu ignorieren hauptsächlich und natürlich die ganzen Upgrades und so weiter zu finden. Und hoffentlich auch den Boss. Auch wenn ich den hier, glaube ich, gar nicht kennenlernen will. Die Viecher bleiben offenbar momentan noch tot. Sehr gut. Dann habe ich meine Ruhe vor diesen Haien. Die Haie sind ja nicht das Beste auf der Welt. Das Doofe ist, dass ein Teil sagt mir, ich soll da hinten ja hin, wieder zur Kapsel. Es sagt mir nicht den Weg an, wo ich das finde, was ich suche. Ich muss das eigenständig finden. Ich habe auch nichts so Nützliches wie eine Map. Okay. Da ist irgendwas. Tot. Sicher, sicher. Da ist die Kapsel. Ist hier irgendwo ein Weg? Irgendwo hin? Nee. Irgendwo werde ich ja wohl lang müssen. Da hinten eventuell durch. Oder war ja, glaube ich, hier dieses Mining Laser Upgrade. Da sind Haie. Da geht's auch irgendwo hin. Wo Haie sind, ist auch ein Weg. Die sind ja nicht ohne Grund da. So, hier hoch. Als ob das so gedacht ist, dass ich über dem Weg hier hochkomme.
hierüber dann ins nächste Gebiet kommen. Ich sehe diese ekelhaften Viecher schon wieder. Komm her. So, der wird gebraten. Tschüss. Das sieht so nach einem Gebiet aus, wo der Boss sein könnte. Oh, hier wurde es auch kurz dunkler. Ja, da ganz hinten wahrscheinlich. Das ist doch schon so mega auffällig. Da unten ist ein Skin. Hab ihn noch erwischt. In den Skin komme ich ja easy dran. Und da hinten sehe ich ein Upgrade. Da unten ist eine Krabbe. Da ist das, was ich treffen wollte. Boah. Komm her! Sei gebraten. Da ist ein Krabi. Okay, Krabi war einfach. So. Dann gönne ich mir mal. Almaroon. Aber dass man über einen Berg klettern muss, da muss man auch erstmal kommen, ne? So, ich sehe ja durchgehend den Weg zurück. So kann ich ja einfach ohne Bedenken irgendwo hinrennen. Reife bereithalten, falls diese Haie jetzt kommen. Ist ja das hier, schreit doch schon Bosskampf. Das Gebiet. Spiel, ich bitte dich. Da ist ein Hai. Schau mich noch gründlich um. Ich würde den Hai gerne erstmal loswerden. Boah, ich mache das immer zu früh. Immer zu früh schießen. Und gleich beim Boss sterben, weil ich kein Leben mehr habe. Okay, hier unten sind Krabben. Die auf dem Boden sind immer die Krabben. Die fliegenden, beziehungsweise schwimmenden, das sind die Haie. So, wo bleibt mein Bossgegner? Fight me, Demon. Fight me. Das Zeug zum Mitnehmen? Jetzt bin ich in die Grube gesprungen und hier ist nichts. Wo ist der Boss?
Oh, wenn der zweite Planet übrigens so cool aussieht, ich frag mich, wie die nächsten zwei aussehen. Bitte so ein Lava-Planet. Ja, das ist schon wieder so ein Drecksei. So, runtergebrutzelt. Ist auch wesentlich mehr safe als mit der Schrotflinte. Okay, da ist eine enge Gasse. Hier oben war irgendwo ein Upgrade. Das ist der Boss. Ja, der kann Laser schießen. Ja. Was muss ich denn machen, damit ich den Schaden mache? Vielleicht muss ich den von hinten abschießen. Ach nee, warte mal. Hier kommt eine Idee. Warten, bis die Stacheln weg sind. Ich hab's dran geklebt. Ja, das war das Rätselslösung. Ich muss mit den Minen arbeiten. Okay, der ist leichter als gedacht. Ich muss auf diese Phasen warten, wo der mit dem Laserauge rumsucht. Ich kann es natürlich auch so versuchen, aber das klappt nicht. Ne, der stampft wieder. Da komme ich nicht dran. Sally, du bist mal wieder nett. Oh. Lock. Ich nehme mal eben kurz den Saphir mit. Bevor ich sterbe. Oh my, you seem to require a bandage or seven. Du bist so nett. Mich dran, ohne mich selber zu verletzen. Kann ich die Dinge auch einfach gezielt kaputt schießen? Do you require backup? Oh, that's right. Who would I even call? Ich sterbe, wenn er mich nochmal trifft. Vielleicht kann ich ihn ja blenden. Ah, es gibt immer so einen Weg, über den man an ihn ran kann. Wie es scheint. Den muss ich finden.
Ja, Laser. Darf nochmal hinrennen. So, Versuch Nummer 2. Diesmal mit Full Life. Zum Glück behält das Ding seinen Schaden. So, gucken, wo ist der freie Weg? Auf der Seite schon mal nicht, auf der anderen. Du musst den Freeway finden, da. Dran geklebt. Brice! Ich hänge in der doofen Ecke. So, der wird jetzt wahrscheinlich erstmal mit seinem Laserauge gucken. Der stampft immer erst, wenn ich in die Nähe komme. Okay, ich muss komplett auf die andere Seite. Schluck das! Ha! Das wäre im Multiplayer wahrscheinlich 10-mal einfacher. Aua, wurde gelasert. Oh, hier ist direkt der Punkt. So, einer noch. Ekelhaft, der lasert noch weiter, wenn er diesen Stun an sich hat. Ja, schade, fast. Ich versuch's so. So, ab das Ding. Okay, er arbeitet mit dem Laser. Eigentlich will ich nicht vor ihm stehen, ne? Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben. Komm, fast tot. Besiegt! Ja! Perhaps this was some sort of working animal for that civilization. Let's hope we eliminated the last sign of their existence by killing it. Ich hab die Laserkröte besiegt. Wahahaha. Da liegst du zu meinen Füßen. Außer der Lok war hier aber sonst nix. Da oben ist noch irgendwas, sehe ich. Da glitzert was. Ich muss noch den einen anderen Weg überprüfen, was da so ist. Und hier den Weg. Da war ich noch nicht durchgegangen. Aber zweiten Boss besiegt. Und diesmal nicht mit sinnlosen draufschießen. Okay. Nur für den Skin. So, ich wollte jetzt noch gucken, was in der anderen Ecke da hinten ist. Ich brauche ja erst den Mining Laser Upgrade, damit ich an das eine da dran komme. Also in diesen Leuchtestein. Weil der reicht nicht bis dahin. So, jetzt hier in der Rille wollte ich gucken. Da ist auf jeden Fall Zink. Ist sehr willkommen. Ja, und so bei euch, Chat. Habt ihr den Bosskampf genossen? Sehe, dass da ein paar mehr sind.
Viel cooler als mit dieser Schildkröte wird es heute, glaube ich, nicht mehr. So, den Bereich habe ich jetzt so gesehen abgeschlossen. Dann wandere ich mal zurück und guck noch in die andere Ecke, wo noch der Hai war. Ich bin übrigens deswegen nicht mit Shotgun in den Rhein gerannt, weil der stampft, wenn man in die Nähe kommt. Und ich hätte mich so nur selbst umgebracht. Auch wenn das wahrscheinlich gut Schaden gemacht hätte. Es kann auch sein, dass das blaue Leuchtende da oben eigentlich das Upgrade ist. So, war hier in der Nähe nicht irgendwo ein Hai? Irgendwohin in der Nähe war das. Wie? Wieso kriege ich hier Schaden? Da, das ist... Nee, das ist nicht der Bereich, den ich meinte. Da hinten. Hier, das ist das Gebiet, was ich meinte. Hier muss ich noch erkunden. So, komm her. Was ist dieses Radiation? Warum kriege ich Schaden? Ich kriege durchgehend Schaden und ich weiß nicht warum. Do you require backup? Oh, that's right. Ja, ich werde sterben. Und ich weiß nicht mal weswegen. Und tot. Okay, that's the last time. Just kidding. I could do this all day. Ist derselbe Name, wie ich auf YouTube habe. Und ich fand den Namen einfach nur gut. Deswegen. Da kommt der her. Hab lange über den Namen, Namen nachgedacht. Warum ich auf den Namen gekommen bin, weiß ich nicht mehr. So, ich könnte zu Planet 3. Das werde ich aber erst beim nächsten Mal tun. Ich wüsste gerne, warum ich die ganze Zeit Schaden bekommen hatte. So, da wird gearbeitet. Aluminium ist das nächste. Und natürlich brauche ich auch Aluminiumplatten, um abzugraden. Aber ich will eine solche Raffinerie mal upgraden. Das Grüne ist Eisen. Arbeitet das jetzt deutlich schneller? Ich glaube, das arbeitet bei weitem jetzt schneller. ...3000 Zinkplatten. Was kann ich damit herstellen? Gar nichts, weil das alles hier... ...Kupfer braucht. Oh, Dashpack und Turbo Rifle. Aluminiumplatten, Zinkplatte. Das ist eine SMG, steht da. Das Dashpack? Also den Dash in der Luft, der könnte nützlich sein, eventuell. Ja, alles andere, was ich habe, braucht ja hier erstmal Kupfer. So, 4. Oh, endlich was mit Reichweite. Ja, ich kann mich anständig wehren. Warte mal. Dann habe ich wenigstens ein paar Zimbern.
Ich guck mal noch, was fehlt. Warte mal. Aber, ich muss auch noch mal die Skins angucken. Desert Camo habe ich freigeschaltet in der Wüste. Eagle, Maroon. Pixos sieht ganz lustig aus. Tomato. Tomamoto. Entschuldigung. Ich bleibe bei meinem Blau. Hier wollte ich jetzt gucken. Alpha 2. Alexandrit brauche ich beim nächsten Planeten. Zwei Upgrades und drei Pains fehlen noch. Und hier fehlt halt noch das eine. Aber ich wollte mich jetzt hier vorne hinstellen. Einmal speichern. Und dann für heute Schluss machen. War auf jeden Fall ein interessanter Abend. Sehr gelungen, finde ich. Mir macht das Spiel nach wie vor Spaß. Auf jeden Fall kann ich an dieser Stelle sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Follow hier auf Twitch dalassen, ich das jetzt noch im Nachhinein anschauen. Auf YouTube lade ich das ja auch noch hoch. Ich winke euch natürlich auch noch mal eben kurz im Abschluss. Das Feature habe ich mir ja auch gegönnt. Also dann, tschüss und viel Spaß beim Strolch.